Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 11. Episode dieses Empyrean Let's Plays in der zweiten Staffel, sollte man ja auch dazu sagen. Die KP stellt. Mach ich sie mal wieder an. Ja, wir sind gerade auf Aetes, einem Lavaplaneten. Und ich bin hier in der Nähe einer Struktur gelandet und zwar Radus Oxygen Depot. Habe ich noch nie gesehen, dachte ich mir, gucke ich mir einfach mal an. Und vor der Tür scheint ein Empfangskomitee zu stehen. Also irgendwas trappelt hier rum. Das heißt, wir werden uns erstmal durchballern müssen, so wie es aussieht. Das war Ruhe. Hm. Jetpack ist aus, wie es sich hier hört. Wenn man es mal braucht. Oh. Eieiei. Overseer. Hallo? Kann ich bitte reingucken? Da. Da unten ist noch ein Überseher. Dann sind ja meine 1000 Schuss hier schnell weg von der Minigun. Wenn ich mal 1000 dabei hatte. Da ist er. Sieht so aus, als wenn die Schütze so ein kleines bisschen Ballett machen. Also die scheinen sich auch in Richtung Feind zu drehen, aber nicht zu schießen, weil ich es abgestellt habe. Na gut, dann nehmen wir mal zu diesem Oxygen-Depot. Nehmen wir an, dass er feindlich ist oder war. Eine Schütze sehe ich keine. Hier, war bloß ein Stein. Ja. Ah, scheint Luft zu geben. Aber irgendwo ein Eingang hier an dieser Festung? Hm. Hier geht's rein, okay. Drücken. Passiert ja nichts, also ist das kein Fraktionskern. Licht können wir demnach auch nicht anschalten, aber ist ja noch einigermaßen hell. Seltener Alien-Container leer. Ja, ist mit Sicherheit gelootet. Da ja hier jemand auf diesem Planeten wohnt, ist anzunehmen, dass hier auch nichts mehr Interessantes zu finden ist. Alle Zeug, was ich schon in mehrfacher Ausführung habe. Mm, okay. Gerade das Medic-Zeug kann man ja immer mal gebrauchen. Stecken wir uns einfach mal ein. Da haben wir so ja Plus gemacht. Und hier sieht man auch, irgendjemand hat hier eine Delle drin geschossen. Hm. Na, hier standen wahrscheinlich die Geschütze drauf, ne? Ja. Sehr wahrscheinlich. Hm, war das alles? Haben wir dann alles gesehen hier? Das ist ja die Station relativ niedlich. Keine weiteren Türen. Okay. Bevor sie hier in alle Ewigkeit rumliegen, nehme ich sie mit. Nehme ich sie mit. In den Dingern ist auch nie was drin in den Tanks. Okay. Tap, 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 tap. Ja, dann gehen wir wieder nach Hause. Temporäre.
Ich hätte mir auch mehr Munition hier für meine Minigun einstecken sollen. Dann könnte man eventuell auf eine unentdeckte Basis mal angehen. Nicht nur auf irgendwelche Kreaturen schießen hier. Fuck. Ja, genau. Jetpack ist voll. Nee, ne? Treppe nicht hoch. Zu dick. Was ist denn jetzt los? Und Jetpack wieder an. Raumschiff hat eine Schieflage und dadurch kommt es, dass wir die Treppen hier hochgehen können. Na, nebenbei ein Happen essen. Und da ist noch ein wenig Luft sein. Fundsachen, die schmeißen wir einfach hier in Containerin. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das sollten wir an und für sich verarbeiten, beziehungsweise kühlend lagern. Das hier eigentlich auch. Verfallzeit, ja. So, alles andere heben uns für schlechte Zeiten auf. Sehen. Wir besuchen hier jemanden, der hier soll eine Station sein. Und zwar hier ungefähr. Paco Defense Turret. Was ist denn das für ein Symbol? Ah, ist ein Restrumlager. Okay, da könnte ich mir nur vorstellen, dass ich mir da auch nochmal 1-200 von mitnehme. Bei hier, Bullfrog Scout, Reputation Skylander. Okay. Ungefähr in dieser Richtung soll es sein. Scrollen wir ein bisschen raus, damit wir ein bisschen mehr von der Umwelt sehen. Ah, Planet sieht aber auch cool aus, irgendwie mit den Nebelfeldern. Frag mich, ob da irgendwelche besonderen Gegner sind oder so, ob das giftig ist. Gibt es hier Wasser? Habe ich Wasser auf dem Planeten irgendwo gesehen? Ich glaube nicht. Ein bisschen weiter südlich. Der Himmel sieht bedrohlich aus. Barriere. Oh, wir fliegen hier fast an der Station. Und hier ist ja schon der Fuhrpark. Da unten irgendwo, okay. Senken wir uns mal ab. Gehen. Die krabbeln auch wieder überall diese Overs hier rum. Tja, warum sind jetzt die Antriebe noch auf Full Power. Also das hört sich ja so an, als wenn wir hier irgendwie richtig am Fliegen sind.
abschalten. Oh, so Ruhe. So, wo wird die krabbelt? Da wird die krabbelt. Ist da auch ein fettes Schiff. Da unten auch ein Viech. Könnte ich denn jetzt rein theoretisch? Das möchte ich selber mal. Na, komme ich wieder? Nee, ich treffe nicht hoch. So, kann ich jetzt nicht auf so einen Schütz zugreifen? Und ein bisschen rumballern? Zugriff? Mal drin packen. Und schießt nicht, weil... Bin ich auch verhältnismäßig enttäuscht. Stromverbrauch, das sind alle Schiffsinformationen. Raketenwaffe, Moon ist drin, Reichweite ist da. Und 150 mm Raketen sind doch alle da. Warum schießt denn du hier nicht? Was zeigt er da jetzt an? Irgendwie komisch. Irgendwie hier etwa, 0%? Was? Steht da automatischer Malte? Funktioniert. What? Funktioniert nur im Weltraum? Was soll das denn? Ich hab doch mit den Dingern schon geschossen auf dem Planeten. Na, warum scrollt denn das hier nicht? Was soll denn das? Scrollt nicht. Funktioniert nur im Weltraum. Gibt es diese Zusatzinformationen nicht? Also doch, hier gibt es sie wieder. Nur im Weltraum? Das ist aber neu. Dann brauche ich ja mit dem Schiff auch ja nicht mehr irgendwie Angriffe planen auf irgendwelche Planeten. Und warum hat man denn diese Einstellung mit Predators und andere Fraktionen? Meine andere Fraktion würde ja eventuell noch Sinn machen. Ja. Muss ich mal in Klausur gehen. So. Ding ist fast geladen. Wir trauen uns mal. Wo könnte denn hier der Einstieg sein bei dem Ding? Oh oh. Nicht hauen. Hat gehauen. Gibt es. Da habe ich einmal bekommen. Vergammelt und ich nehme das auch noch. Okay, dann müssen wir erstmal heilen gehen. Giftbiss. Haben wir noch nicht irgendwas gefunden? Na, auf jeden Fall waren diese Apelsinen, oder was das waren, ne? Die waren dafür. Hier, die hier. Die wollte ich eigentlich auch wegpacken. Giftbiss, ja. Was ist das? Du hast eine Lebensmittelvergiftung durch die Dinger jetzt? Na toll. Poison Food. Alle geklärt. So. Dann packe ich hier diese Lemons hoch in den Kühlschrank. Das wollte ich eigentlich machen. Und kümmere mich jetzt um meine Verletzung. Hallo? Ah. Das war's? Hallo? Hallo, ich bin krank. Nur mach. Essenzeitig. Okay. Ein wenig davon und auf in den Kampf. So, das hier, Hangartür, sieht aus, als wenn man da rankommt. Und schauen wir mal. Ich weiß nicht, wem das Schiff gehört. Ich weiß, die Person, derjenige ist
in der Fraktion und ich weiß nicht, ob das alles selber gebaut ist, ob das Workshop-Inhalte sind, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht kriegst du ja mitgeteilt über, was das Hoover-Teil, ne? Aber Hoover-Teile können ja auch so einen Geschütz drauf haben. Vielleicht kriegst du ja mitgeteilt im Kommentarbereich, dann könnt ihr das eventuell dort nachlesen oder man sagt es mir im Teamspeak. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Vielleicht steht da etwas Information. Welcome to the Reputation Anti-SV-Combat German. Ja, leider Anti-SV-Combat der Stufe R7. Flyfall Engineering. Engineering, das müsste doch ein E sein, oder? Engineering steckte über 3 Jahre Arbeit in dieses Schiff, bis man es fuhr für eine SV-Werk klassifizieren konnte. Es gibt die MK1 und die MK2-Version. Cool. Wo ist der Kern? Storage. Ja, Storage mal nachsehen. Okay. Hier sollte wohl was drin stehen. Ja, ich sollte auch mehr mit Displays arbeiten. Mal so, finde ich schon ziemlich geil. Ah, Luft. Energie. Note. Regelmäßig Munition für 1 Papakanone. Okay. Codes. AMD-Position. Intervall 5 Stunden. Was sind die Drohnen? Ich vermute, dass das Dead 8 Eye ist, der sich das hier gebaut hat oder der das hier besitzt. Mal gucken, wo Mädchen. Konstruktor 1 und da Stahlplatten und Konstruktor 2. Ja, finde ich aber schön, finde ich gut. Oder? So, dann gibt es noch die Footstation hier. Ein Garten, ein kleiner Garten ist doch ein bisschen wenig. Aber so, ich sag mal, um im Weltall über die Runden zu kommen, kann das ein bisschen helfen. Das kann man kurz überbrücken, aber ausreichend für eine Person, das wird eng. Sondern Kondensator-Deko ist okay. Weaponry. So, muss anscheinend irgendeine Bedienkonsole darstellen. Keine Ahnung, hier können 4 Leute sitzen. Vorstellen, dass wir schon alle gesehen haben, weil Warpkern und so weiter alles. Und das Ding ist da riesig. Die komplette Bug-Sektion fehlt ja noch irgendwie. Ein bisschen Flak. Du musst dieses Geschütz entweder vom Cockpit. Guck mal, wie ihr hier aufschaltet. Und beobachtet. Ja, ich würde sagen, dass das Dead Eye ist. Aber ich glaube, dieses Schiff habe ich schon mal gesehen auf Akua. Huch. Hoppala. Na, auch mal diese Cockpit verwandt. Interessant. Überlegt, wie könnte man das einsetzen, außer, dass das nicht so bekloppt aussieht. Weil egal, wie man es baut.
Also wenn man hier so irgendwelche Bauteile oder Steine ranflanscht, würde es schlecht aussehen. Aber das ist eine coole Lösung. Also das hat so ein bisschen was Tornado-mäßig irgendwie. Naja, nicht die Flügel, so diese Doppelflügel. Genau, du brichst da mal das Bein hier. Und hier jetzt raus bzw. runter. Ja, was ist denn jetzt hier direkt unter mir? Ich bin der Meinung, dass das ein Bereich ist an diesem Raumschiff, den wir noch nicht gesehen haben. Ist das Top Secret? Ist das geheim? Darf ich da nicht hin? Warum darf ich denn da nicht hin? Findet nicht richtig. Obwohl, das könnte schon hinkommen irgendwie. Weil jetzt hier irgendwo auch nochmal runter und dann kommt der Hangar auch in Blickrichtung, denke ich. Nee, nicht Blickrichtung. Jetzt gehen wir zurück zum Hangar. Ah, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ob das hier der offizielle Eingang ist. Hatte ich Strom angemacht? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich mache aber einfach mal Licht aus und lasse Strom an, weil falls hier irgendwas in der Kühlschranke ist, das würde ja alles vergammeln, wenn ich Strom ausmache. Und hier. Nur, das ist die hintere Sektion. Wird nicht noch irgendeinen offiziellen Eingang gibt oder sowas? Ja, aber ein Mechakoloss hier, also wirklich. Ja, ist schade, dass das hier so in der Luft schwebt. Das nimmt auch so ein kleines bisschen Authentizität. Das ist auch cool hier, diese Rippen. Hat was? Was sind das für Geräusche? Hallo? Bitte spooky Geräusche anmelden vorher. Oh, das ist ein blauer Kristall. Meiner. Das sind doch gleich zwei oder drei, ne? Ja, zwei. Ach, wieder Plus gemacht. Das hier ist das auch Alien Plasma oder was? Ne, stachelige Pilze waren das, okay. Ja, ist ein Stein, ja. Schön. So, da hinten waren wir drin, aber die Tür habe ich offen gelassen. Das hier hört sich nicht. Ja, und ich frage mich hier drüber, so in dem Bereich, da waren wir noch nicht drin. Ob es da einen drinne gibt? Ich meine, das kann ja auch alles ausgefüllt sein und nicht zugänglich sein. Durchaus möglich. Aber baut man sowas? Könnte da alles beispielsweise Garten sein oder irgend sowas. Das hier scheint ja Glas zu sein. Das lässt ja auch vermuten, dass da irgendeine Aussichtsplattform oder sowas ist. Also ich sehe keinen Eingang. Irgendwie. Whatever. Ja, dann würde ich sagen, verfriemel ich mich hier. Was sind da vorne? Ist das auch wieder so ein Überseher? Sieht auch groß aus. Ja, ist ein Overseer. Genau. Krabbelt sein, schön ist das. Oh, was hier grün heißt, wir können ihn noch treffen. Nehmen wir uns noch ein kleines bisschen Fleisch mit. Haben wir uns verdient. Was war das denn? Hallo. Ja, der ein oder andere Bug macht einem doch zu schaffen. Gut, wir verstauen das Fleisch und beenden derweil die Episode. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und es würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbeiseppt. Wenn ihr auch hier auf dem Server spielen wollt, findet ihr alle Informationen unter dem Video. Ja, ansonsten Daumen hoch wäre klasse. Abo könnt ihr auch da lassen, wenn ihr möchtet. Ja, und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch. Ha, leer.
Ja, das Ding frisst. Juti, wie abgehackt.